Story to go. Das Konfuzius-Institut München erzählt Ihnen chinesische Geschichten. Nicht einmal ein Haar ausreißen. Yi Mao Bu Ba. Zur Zeit der streitenden Reiche lebte ein großer Denker namens Mozi. Mozi war der Gründer des Moismus, einer Schule der chinesischen Philosophie. Er vertrat die Idee der universellen Liebe und war Gegner von Kriegen. Yang Zhu, auch ein Philosoph, war gegen das Prinzip der universellen Liebe und glaubte an das Prinzip, jeder achtet auf sich selbst. Er fand, dass man sich nicht in das Leben anderer einmischen sollte und andere sich umgekehrt auch nicht in das eigene Leben einmischen sollten. Eines Tages stellte ein Schüler des Mozi, Yang Zhu, eine Frage. Wenn du dir ein Haar ausreißen könntest, um alles Leid auf dieser Welt zu beenden, würdest du es tun? Yang Zhu antwortete verachtend. All das Leid auf dieser Welt kann doch nicht durch das Ausreißen eines einzigen Haars abgeschafft werden. Der Schüler Murzis beharrte jedoch auf seine Frage. Aber wenn es ginge, würdest du es tun? Yang Zhu gab darauf keine Antwort. Zur selben Zeit lebte ein weiterer wichtiger Philosoph namens Meng Zi, der diese Situation kommentierte. Yang Zhu folgt dem Prinzip, jeder achtet auf sich selbst. Selbst wenn er sich nur ein Haar ausreißen müsste, um alles Leid zu beenden, würde er es nicht tun. Mozi jedoch folgt dem Prinzip der universellen Liebe und würde von nichts Halt machen, um das Leid auf der Welt zu beenden. Heutzutage sagt man, nicht einmal ein Haar ausreißen, wenn jemand geizig oder egoistisch handelt. Mozi 是战国时期的大思想家，是墨家学派的创始人，主张兼爱，反对战争。杨朱也是一位哲学家，他反对墨子的兼爱，主张重己，反对自己侵夺别人，也反对他人侵夺自己。有一次，墨子的学生问杨朱，如果把你身上一根汗毛能让天下人得到好处，你干不干？杨朱回答说，天下人的问题，哪是拔一根汗毛能解决得了的呀？墨子的学生又说，假如可以的话，你愿意吗？杨朱默不作答。同时期的另外一位大思想家孟子对此评论说，杨子主张为我，即便拔他身上一根汗毛能使天下人得利，他也不会干的。而墨子主张兼爱，只要对天下人有利，
他都心甘情愿。现在，大家用一毛不拔比喻一个人非常吝啬、自私。